Lieber Herr Schramm, es ist so wundervoll, einen echten Narren als Stadtoberhaupt zu haben. Das ist genau nach meinem Geschmack. Und hören Sie bitte nie auf, Ihren Stadtvätern ab und zu den Narrenspiegel vorzuhalten. Balduin! Balduin! Er scheint ein wenig taub zu sein. Ein wenig? Gestern hat er in der Kirche Andacht gehalten und die ganze Zeit auf der Katze gekniet. Bitte! Gibt es noch Geschenke, Balduin? Ja, eines! Ja, eines, Madame. Eine Horde Männer wartet darauf, Sie zu erfreuen. Na, dann her damit. Meine Damen und Herren, Sie sind die Krönung der Schöpfung. Sie sind jung und gut aussehend. Sie verlieren nie den Takt. Entschuldigung. Und fallen erst recht nie aus dem Rahmen. Hier ist es, das Original Freiberger Männerballett.
viele schöne junge Männer. Mir ist, als sei ich gestorben und in den Himmel gefahren. Davon träume ich auch oft, aber da fahren Sie in die andere Richtung. Ich glaube, ich sollte nach dieser anstrengenden Saison mal wieder in den Urlaub fahren. Nichts als Ruhe und Erholung. Wünschen Sie sich nicht auch Ruhe und Erholung, Balduin? Unbedingt. Wie schnell können Sie packen? Wie geht es jetzt weiter? Oh, Madame, ich fürchte, unsere Zeit ist abgelaufen. Wir sollten gehen. Wirklich? Unbedingt. Nun, das ist mir ganz recht. Ich habe nachher noch ein Date mit einem gewissen Senator. Unglaublich, was manche Senatoren machen, um ihre 3 Stimmen zu bekommen. Meine Lieben, ich denke, ich hebe die Tafel auf. Ich danke euch allen, dass ihr hier bei meiner Geburtstagsfeier erschienen seid und wünsche euch morgen im Tivoli eine wundervolle Feier. Ich grüße euch alle mit einem dreifachen AK! 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 Und wir ehren den Freiberger Karnevalclub mit einem dreifachen Glücki Glücki! Glücki Glücki! Glücki Glücki! Balduin, meine Musik! Thank you.